So, jetzt zur Berufswahl der drei Herren muss ich nichts sagen. Die kann man auf alle Fälle abends auch da antreffen, wo ich anzutreffen bin. Verpissen uns hier, weil die kriminelle Energie, die geht schon wieder auf mich über. Ich merke das, ich muss raus hier. Genau. Deswegen musst du gehen, da bist du keine mehr. Schönen guten Tag auf meinem YouTube-Channel. Und zwar, der Noah ist heute wieder im Boot. Habe ich vorhin abgeholt vom Bahnhof, ist extra aus Bielefeld hergekommen, um heute wieder mal ein Coaching von mir in Anspruch zu nehmen. Und zwar wird das heute ein bisschen anders ablaufen und folgendermaßen, ich habe mir gedacht, da Noah ja eine Weile raus war und ich eine Weile raus war, bei mir war es ja aus erkältungstechnischen Gründen, weil ich krank war, will ich euch mal zeigen, wie man am besten in der Zeit danach wieder sinnvoll ins Training einsteigt. Ich bevorzuge dafür einen Dreier-Split. Die Trainingsabläufe zeige ich euch nachher im Video. Und zwar, das hat folgenden Grund. Das Immunsystem hat ja durch die Krankheit enorm zu ackern, um das alles wieder in Ordnung zu bringen, damit ihr gesund werdet etc. Tralala. Und die meisten machen den größten Fehler und geben gleich Vollgas wieder rein, sind meistens noch nicht mal richtig auskuriert, kriegen entweder einen Rückfall, Rückschlag oder verschleppen die Geschichte. So, die Verschleppungsgeschichten sind natürlich immer nicht gut fürs Herz. Also geht man ein bisschen sinnvoll daran und macht moderat leichtes Training, um erstmal wieder reinzukommen. Dreierspritz setzt sich bei mir zusammen. Heute bei dem Training werden wir machen Brust, Trizeps, Rücken. Dann würde ich empfehlen Schulter, Bizeps und Beine. Dreimal die Woche trainieren, maximal. Und dann die Woche drauf, langsam eine Schippe drauflegen. Dann geht er viermal, fünfmal und dann seid ihr wieder bei der Tagesordnung. Ne? Also wie gesagt, das schön langsam reinfahren lassen, nicht gleich volle Kanne geben. Wir werden uns heute auch mit den Wiederholungen im moderaten Bereich, auch mit den Gewichten im moderaten Bereich bewegen. Ey, neues Wort von mir, moderat übrigens, weil ich Moderator bin, deswegen. So, ja, würde sagen, wir fangen mal an. Noah wollte gerne, dass ich Ihnen ein bisschen ein paar Wadenübungen zeige. Wir werden eine Wadenübung vor dem Training, eine Wadenübung nach dem Training machen. Also haben doch ein relativ umfangreiches Training vor uns. So, lange Rede, Doppelkinn, wir starten einfach mal los. So, dass es in einer entspannten Position ist, dass du aber merkst, dass Zug drauf ist. Ja. Auch in die volle Streckung gehen und dann wirklich außen Muskel arbeiten. Also kein Hofknicks. Ach, die Hofknick-Scheiße. Die ganzen Schlaumeier mit ihren Hofknicks, die sollen sich mal ihre Routen angucken. Dann wissen sie, was sie mit Hofknicks gemacht haben, ihr ganzes Scheißleben lang. Die können immer alle nur klug scheißen, sehen selber aus wie so ein Sack Muscheln, Alter, wie so ein Sack Schrauben und können dir erzählen, wie du trainieren sollst. Da kannst du aussehen, wie du willst. Wenn du die Übung für die verkehrt machst, machst du verkehrt, egal ob sie effektiv war oder nicht. In der Zwischenzeit, wo sich der Noah warm macht, können wir noch ein kleines Gewinnspiel machen schnell. Und zwar, wer errät, bei welchem Sponsor ich unter Vertrag bin, und das ist eine echt schwierige Aufgabe, der bekommt in Zukunft auf Code Heiko 10 10%. Wie findet man die nochmal? Die ist doch genial, oder? Beim Anbeugen gehst du leicht in die Beuge und beim Vordrücken streckst du das Bein. Und du merkst den Unterschied? Nicht wirklich. Okay, wollt mal an. Ein bisschen anbeugen und dann beim Drücken richtig nachschieben, richtig reinschieben in die Übung. Ja, du musst schon den Fuß nach hinten kippen, dass du in die Dehnung kommst hier. Das ist ja der Sinn der Aufgabe. Nicht nur, genau. Kuschelkuss. Wir machen ja nachher noch 3-4 Sätze. After this workout, you know what I mean. Ist das schlimm, dass ich gestern Schulter trainiert habe? Ja, total. Wollen wir Brust machen? Ist total schlimm, finde ich. Okay, dann machen wir das. Eigentlich können wir abbrechen. Ich will mit einer Dehnungsübung beginnen für die Brust. Und da wäre ich jetzt normalerweise am Kabelcross gegangen. Da haben wir gerade davor gestanden. Da ist mir aber eingefallen, dass diese geile Maschine eigentlich viel geeigneter ist. Weil es ist auch eine Dehnung, aber die ist geführt. Und da kann man sich dann doch etwas besser darauf konzentrieren. Deswegen beginnen wir jetzt mit der Übung und suchen uns dann noch eine geile zweite Übung aus. Die meisten machen den Fehler, die machen diesen.
drücken mit dem Arm und versuchen nur das Gewicht zu bewegen. Die Brust wird bei der Brustübung immer aktiv mit angehoben, dass der Muskel auch wirklich mit dem Gewicht beschäftigt ist und der Muskel das Gewicht kontrolliert und nicht das Gewicht euch am Ende noch kontrolliert. Das kann man glaube ich auch ganz gut erkennen, dass hier auch was passiert. Merkt man auch, wenn man beim Berühren, dass die Brust da voll mit drin ist. Das macht Spaß. Dafür, dass du Schultern gestern trainiert hast, sehen die Teile ganz schön mickrig aus, ne? Die sehen doch am nächsten Tag immer mickrig aus. Also man merkt, kann man auch ganz deutlich erkennen, dass die Brust gut mitarbeitet. Die springt dir gleich gegen Schädel, Alter, meine Brust. Bin ich jetzt im Fernsehen, wenn ich jetzt nebenan trainiere, oder? Westfernsehen. Auf keinen Fall. Im Westfernsehen. Nur DDR-Fernsehen. DDR1. Ja. Bei der aktuellen Kamera. Nee, heute ist doch Sonder. Heute ist, mach mit, mach's nach, mach's besser. Und wir sollen heute Abend 19 Uhr Visite. Genau. So, jetzt zur Berufswahl der drei Herren muss ich nichts sagen. Ich kann man auf alle Fälle abends auch da antreffen, wo ich anzutreffen bin. Verpissen uns hier, weil die kriminelle Energie, die geht schon wieder auf mich über. Ich merke das, ich muss raus hier. Genau. Deswegen musst du gehen, da ist ja keine mehr. Der Noah und ich, wir gehen jetzt an die Hammerstring. Und zwar diese Maschine, die ist für die Oberbrust geeignet. Oberbrust, finde ich, haben die meisten Athleten eine Schwäche. Deswegen kann man die selbst im normalen Brusttraining immer mit zum Anfang reinnehmen, weil man da die meiste Energie hat und die besten Erfolge meiner Meinung nach damit erzielen kann. Ja, also zum Schluss reinpacken, eine Schwäche zum Schluss reinpacken ist sowieso immer Blödsinn bei allen Übungen und Muskelgruppen, die er macht. Ich würde immer die Schwächen zum Anfang trainieren. Weil die Stärken, die Stärken sind ja eh. Ja, du sowieso. Du machst heute noch, du musst mal, jetzt lachst du noch. Warte mal ab nachher. Kann dir schon zeigen, du siehst den grünen Rasen, ne? Ja. Kannst dich schon mal auseinandersetzen mit geistig, seelisch und moralisch. Kriechen. Ich habe da so meine eigene Technik. Ich bringe das Gewicht erst auf Druckpunkt, fixiere kurz, konzentriere mich und fange dann an zu arbeiten. Also nichts Kompliziertes. Auch hier wichtig, dass die ganze Brust mitarbeitet. Zweite, das war's mit Brust. Ich hab noch Lust. Zwei schöne Trizepsübungen machen. Die erste konzentriert, wie unten mit der Brust. Selbe System zum Reinkommen fürs Gefühl. Und dann werden wir noch eine Grundübung danach machen. Das wird auf French Press hinauslaufen, schätze ich. Weiter auseinander. Richtig wegdrücken. Am Körper, aber weg. Also zu am Körper bleiben und weg. Genau. Das solltest du merken. Ja. Fast das schöne GN-Kitten zerstört, Alter. Direkt umdrehen. Jetzt krieg ich Ärger. Du musst das nächste bezahlen. Weiter auseinander, weiter auseinander. Okay. Siehst du, Piepe? Was hast du davon? Schwer und falsch. Ja, das ist mein Motto. Ja. Ist auch richtig, aber nicht heute.
Muss man den Jungs alles Thema erklären. Hier rein noch ein bisschen. Ja, da hier müssen noch ganz viele Sachen rein. Aber er ist aufnahmefähig. Kannst bestätigen. Und jetzt? Ich auch. Weil das blockiert ja alles. Bist du aber hier an der Seite weg, ist ja wirklich durchgedrückt. Und das fehlt mir auch. Selbst wenn ich deswegen die Anspannung diese Übung muss man nicht schwer machen. Okay. Die ist wirklich. Muskelgefühl. Ja. Weil dann so schwer halt. Ne? Trotzdem nur sind 12 Arme. Jawohl, schön. Und nur mal so nebenbei. Für die, die das mal alle so mega lustig finden mit den 500 Gramm Haferflocken. Noah isst jetzt auch jeden Tag 500 Gramm morgens. Das ist eine ganz normale Geschichte halt. Ne? Wer das nicht kann, die Leute, die werden dann halt auch dementsprechend weniger werden oder weniger erfolgreich sein. Die Leute, die wirklich versuchen zu essen und sich an diesen Sachen, die sie mal gehört haben, von einem Rühl, von einem Kalber, von einem Botthoff, diese Mengen, dass man das wirklich mal versucht und sich zu Herzen nimmt, weil die Jungs hier hatten, aber wir hatten nicht ohne Grund so viel Fleisch auf den Rippen und vor allen Dingen hatten so viel Kraft beim Training. Ne, was denkt ihr denn, was Haferflocken für einen Dampf geben? Alter, so ein Scheiß. Aber, was ich dazu sagen muss, so viel Toilettenpapier kaufen auch, weil da muss man ein bisschen öfters. Ne? Und Diabetiker-Schuhcreme nicht vergessen. Ja.